Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Brothers Wardraft hier auf meinem kleinen Kanal. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, hoffe ihr seid nicht ausgerutscht und fangen wir mal an zu zocken hier. Also als Rare haben wir Simeon Simulacrum, ziemlich gut, wird schwierig sein mich da von was anderem zu überzeugen, ist quasi 3 Mana. Ja, ist 3 Mana für einen 2-1er. Man kann aber auch eben die +1-Counter woanders drauflegen. Für farblos ist das super. Na, also für einen farblosen Effekt ist das super. Wenn du dann grün hast, kannst du das halt auch nochmal aus dem Friedhof holen für einen Angriff oder +2, +1-Counter. Also ja, ganz nett. Aber grün ist nicht notwendig, damit die Karte gut ist in deinem Deck. Es ist ein Artefakt, bringt die Statuswerte mit. Flexibilität, das ist alles gut. Lauren ist ansonsten nice, Mishra hatte ich jetzt noch nicht so richtig. Die krassesten Erfahrungen mit, ehrlich gesagt, Hero of the Dunes ziemlich gut. Mishras Bauble ist tatsächlich für viele Decks hier nice. Scrapbook Cohort auch. Von den Commons her definitiv die heraussticht. Aber ja, sehr froh mit einer farblosen Karte anfangen zu können. Und dann, wie sieht's denn hier aus? Ah, Moment, andere Ansicht lieber. Noch brauchen wir die Kurve nicht sehen. Runechanter's Pike ist nicht unbedingt schlecht, aber brauchst schon ein paar Instant und Sorceries, damit du, bevor du die Karte spielen willst, wenn die einfach nur First Strike gibt, ist es nicht ganz gut genug. Thran Spider ist halt eine weitere farblose Karte, lässt uns weiter offen. Ich bin kein Riesenfan davon, der Gegenseite einen Powerstone zu schenken. Aber wir sind schon auf dem. Also, das ist okay, wenn du selber mit dem Powerstone mehr anfangen kannst, als die Gegenseite oder wahrscheinlich mehr anfangen kannst. Und ein Weg dafür zu sorgen, ist eben dafür zu sorgen, dass die Fähigkeit von der Thran Spider selbst. Dass die gut ist in deinem Deck. Das heißt, wir suchen danach noch mehr Artefakten. Wir könnten auch einfach die Excavation Explosion mitnehmen. Aber ich denke mal, es hat hier, werde ich vielleicht ein bisschen früher drüber reden sollen als in der letzten Sekunde. Aber ja, ich bin eigentlich ganz froh mit 2 farblosen First und Second Picks. Und ja, Assembly Worker sind hier aber nicht dabei. Wir haben Spider und Ape, also Self-Assembler hilft uns nicht dabei, die rauszusuchen. Wir könnten ein weiteres gutes Artefakt mit Combat Thresher nehmen, aber da musst du schon irgendwo Weiß im Deck haben, bevor du das spielst. Es sei denn, du bist extrem gut da drin, irgendwie Powerstones zu machen oder so. Von daher glaube ich, gucke ich eher nach diesem Serenth Steelseeker, der ist saugut. Und der gibt uns auch nochmal mehr Anregungen, ein sehr artefaktlastiges Deck zu draften. Ich meine, klar, wir könnten auch noch ein Artefakt nehmen mit Combat Thresher oder auch Levitating Statue ist ja ziemlich gut, wenn du die Instants und also die Non-Creature Spells hast. Aber ja, ich denke mal, das ist hier ein schöner Start. Außerdem ist es auch grün, also und das Simulacrum wird ja nur noch besser, wenn wir grün spielen. Ich denke mal, da bin ich alles ganz zufrieden mit. So. Nächster Pick. Da sind auf jeden Fall ein paar Goodies im Pack. Im Runechanter's Pike ist ja noch nicht so interessant für uns. Laydown Arms finde ich dann interessant, wenn ich stark weiß bin. Sonst nicht so sehr. Spot of Thopter finde ich sowohl auf 4 als auch auf 8 Mana halt ein bisschen zu teuer. Ein bisschen zu wenig Statuswerte, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Ich mag aber die Sprite und die Confrontation und damit könnten wir so ein bisschen bei grün bleiben. Das ist nicht schlecht. Ja, da grün manchmal ein bisschen schwer fällt, Interaktion zu haben, nehme ich die Confrontation mit. Aber die Sprite ist richtig gut, also es ist kein ganz eindeutiger Pick für mich. Das ist jetzt aber ein ganz eindeutiger Pick hier mit dem Argothian Opportunist. Ja, 3-2er, der einen Powerstone macht. Sehr schön zusammen mit der Thran Spider. Auch wenn
wir leider mit der Spider natürlich nicht den Opportunist suchen können. Nee, aber das ist auf jeden Fall eine sehr nette Karte. 3-2er für 3 macht eine zusätzliche Ressource, ist immer gut. Ansonsten mag ich hier noch den Strongbow Threat to Demon, Combat Courier und auch Echo Wellspring. Echo Wellspring halt eher in diesem schwarz-roten Deck, was wir auch schon ein paar Mal gedraftet haben. Was wahrscheinlich das stärkste Deck im Format ist. Ziemlich safe sogar, aber ich bin auch froh, mal was anderes zu machen. Ich hatte bis jetzt nicht so viel Erfolg mit Grün. Von daher gerne dabei, es nochmal zu probieren. Okay, womit machen wir denn hier weiter? Wir könnten Sentinel Stalwart nehmen und versuchen noch ein bisschen mehr zu rampen. Hilft uns auch, die Power Stones zu benutzen. Und ist eigentlich auch nicht schlecht mit Steelseeker zusammen. Wir haben halt noch nicht so richtig einen Grund, um zu splashen. Wir könnten auch Elsewhere Flask mitnehmen. Weißt du was? Ich glaube, die ist sogar besser hier. Ja, ist auch nochmal ein Artefakt für die Thran Spider. Für den Steelseeker und Stalwarts können wir noch später bekommen. Worüber ich sehr froh bin, es spät zu bekommen, ist der Boulder Branch Golem. Also ich würde mal sagen, von den Commons, die drei großen, also in meinem Set Guide habe ich noch was anderes gesagt, aber das ist ja normal, das war ja bevor wir mit den Karten gespielt haben, aber Boulder Branch Golem, Argothian Opportunist und Epic Confrontation, das sind wirklich ziemlich wichtige oder solide Karten, solide Commons in Grün. Und ja, dann da reiht sich das ja alles sehr schön ein. Okay, also wir sehen ein paar Signale für Rot. Die roten Karten hier sind alle noch recht solide bis gut. Also Strongbull macht sich ja gerade in unserem Deck mit den ganzen Artefakten nicht schlecht. Rockhunter ist ein 3-1er für 2 im Wesentlichen. Und die roten Decks wollen aggressiv sein. Das hier ist eine Value-Karte. Die sind nicht verkehrt. Also wir könnten versuchen, hier auf Rot-Grün zu gehen. Wir könnten aber auch noch einen Chromatic Star mitnehmen und ein bisschen die Entscheidung verzögern. Vielleicht finden wir es schade, wenn wir den Strongbull nicht haben, wenn wir in Rot-Grün landen. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall der Safe-Pick. So steht schon mal so ein kleiner Deckkern, nur mit grünen und farblosen Karten. Und das mag ich gerne. Da sind wir in einer guten Position, gerade wenn wir gleich in Pack 2 gehen und wir ja wieder eine seltene Karte aufmachen. Es könnte natürlich nichts Aufregendes sein, aber es könnte auch eine Bombe sein in, was weiß ich, Weiß oder so. Und dann haben wir jetzt noch die Flexibilität, da hinzuwechseln. Power Plant Worker, kein Fan vom Workertron. Also von den drei Worker zusammenzusammeln, ist nicht verlässlich genug. Ich meine, in dem Deck hier vielleicht, wenn wir eh viele Artefakte spielen wollen, wir könnten auch die Honor Guard nehmen und einfach eine vernünftige Cover haben. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger. Stone Retrieval Unit, für wenn wir noch mehr rampen wollen. Wir könnten hier auch nochmal rote Karten nehmen, aber die sehen beide gar nicht so gut aus bei uns. Wir haben viele Artefakte. Ja, der ist okay damit. Nicht so viel zum Opfern. Ich meine, die beiden opfern sich selbst, ist nicht verkehrt, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob wir rot sein wollen. Jetzt nehme ich aber die Unleashed Shell mit, das ist ein solider Removal Spell und wir haben ja außer Rot noch nicht wirklich was gesehen. Da ist der Strongbull wieder. Ja, es könnte sein, dass das hier einfach funktioniert. Könnte sein. Die Karte ist als 4-2 ja ein bisschen, nur weil ich die relativ unkommentiert ins Sideboard gesteckt habe. Wenn du kein Friedhofsvalue hast, nicht so Unearth und sowas, wir haben eine Unearth-Karte, die auch ohne Unearth gut ist, also die zählt nicht. Wenn du einen Haufen Unearth-Karten hast oder so, dann kann die ganz gut sein, aber ja. Oder halt dieses schwarz-grüne Thema, dass du dich darum kümmerst, drei Kreaturen im Friedhof zu haben. Das ist dafür eine Synergiekarte. Sonst nicht so gut. Okay. Excavation Explosion könnten wir hier mitnehmen. Ansonsten halt, ja,
Ich würde Schwarz-Grün bevorzugen statt Schwarz-Rot, wenn ich die Wahl habe. Aber die Sprache des letzten Packs hat ja nicht Schwarz gesprochen, sondern Rot, von daher. Und Explosion ist wahrscheinlich sowieso eigentlich ein besserer Removal als Remorse. Ja, und wir sehen noch mehr Schwarz. Nein, verdammt. Nicht wild, nicht wild. Ich glaube sogar, wir könnten uns hier einfach das. Ja, mein kleines Kätzchen. Wir könnten uns hier einfach das Steel-Exemplar mitnehmen als weitere farblose Karte. Und wir haben eine sehr gute. Hoppala. Wir haben schon sehr gute Bedingungen dafür, den als 5-Mana 6-6er zu spielen, weil wir bis jetzt quasi monogrün sind. Also, ja, wir könnten uns sehr leicht von diesen roten Karten hier verabschieden, meine ich. Und selbst wenn nicht, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir primär grün werden. Und dann ist Steel-Exemplar gut. Ich nehme mal einen Honor Guard raus. Ey. Wo hast du denn hingegriffen? Ein Honor Guard raus. Sind immer noch Füller hier für mich. Door to Nothingness. Naja, als Pick One, Pack One würde ich drüber nachdenken. Jetzt ist es ein bisschen spät. Und es ist keine gute Wincon. Also, das macht man zum Spaß. Oh, damn it. Aber heil. Huiuiui. Was hier für Karten drin sind, Opportunist, Baelor, Mast, die sind alle richtig, richtig gut. ja, wow. Damn, die sind alle richtig gut. Boah, die Maske. Die Maske ist nicht schlecht. Ich glaube, ich greife zur Maske. Statt dem Baelor, schwierig. Und auch Opportunist, super. Ich hoffe, eine von den Karten kommt zurück. Sprite jetzt hier und ein Bushwag. Das ist auch relativ cool. Falls wir nicht rot sind, haben wir gar nicht so viel Interaktion. Da könnte das Bushwag wirklich dankbar sein. Ist noch froh um die Sprite, aber. Also, ich glaube, wir wollen relativ dringend eine Sprite in dem Deck hier haben oder zwei am Ende vom Draft. Aber das heißt nicht, dass wir die hier nehmen müssen. Stattdessen ein bisschen nützlichere Ankamen bekommen können. Wir haben ein paar größere Kreaturen oder sagen wir mal welche, die gut kämpfen können später. Thornos ist einfach leider nicht so interessant. Haben wir überhaupt Beasts oder Birds? Sonst würde ich ja. Können wir da mal drüber reden? Keine Beasts, keine Birds, ja. Das ist eine Commander-Karte oder Brawl-Karte oder so. Naja, und wir bekommen jetzt unseren Baelor. Also, grün ist definitiv die offene Farbe, auch aus der linken Richtung, ne? Weil es ja jetzt hier quasi gegen den Uhrzeigersinn geht. Letztes Pack ging es im Uhrzeigersinn, aber wir bekommen aus beiden Richtungen grün hinterhergeworfen. Wir sind in der richtigen Farbe. Das ist natürlich schon mal eine gute Nachricht. Und um alles andere können wir uns dann weitere Sorgen machen. Hier die beste Karte. Naja, also die sind alle irgendwo nützlich. Caress, Rager und Warplow. Also wir wären wahrscheinlich gut da drin, den Warplow auch so auszuspielen. Ja, was weiß ich. Ich glaube auch nicht, dass wir schwarz unbedingt spielen, aber man kann ja mal schauen. Okay. Tatsächlich immer noch Pendragon Strongbow als interessante Karte hier. Aber es könnte ja immer noch sein, dass wir nicht rot spielen. Und wir haben hier ein Gaia's Gift. Warum nicht? Ist kein Problem, gay zu sein. Also ein Gaia's Gift. Und damit, ja, werden wir ganz schön gay. Also lustig werden. Gay hieß früher ja mal auch lustig. Also sind wir hier ein bisschen lustig unterwegs mit unseren Kreaturen. Wir haben Kreaturen zu beschützen, sogar gerade das Steel-Exemplar, Baelor und so kann man ganz froh drum sein. Noch ein Boulder Branch Golem, sehr nice. Ja, wollte ich eben lieber nehmen als die rote Karte an der Stelle. Wings wäre noch so ein bisschen was für uns als quasi Win Condition.
Wir haben ein paar dicke Kreaturen. Wir können gut überleben, aber können wir das gut beenden, das Spiel? Wissen wir noch nicht. Ich glaube, ich nehme trotzdem lieber den Energy Refractor für den Moment. Perimeter Patrol ist okay. Nachher werden wir Monogrün, ha? Schauen wir mal. Also im Moment würde ich noch sagen, wenn wir entsprechend gute Karten bekommen, würde es sich im Moment noch lohnen, Monogrün zu spielen. Ich glaube, der Strongbowl ist der einzige, also die Explosion ist gut, aber der Strongbowl ist so der einzige, der halt wirklich unserem Deck was gibt, ne, was es sonst nicht hat. Corruptible Walk, was auch immer. Unwichtige Karten. Dixite. Naja, wenn wir Monogrün spielen, können wir auch ein Dixite dazu packen. Dixite, ey, jetzt. Ey. Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Wie ich gerade die ganze Zeit die Karten lese. Leute, 12-jährigen Humor, ich sag's euch. Ganz, ganz schlimmer Typ. Demolisher zu Recht. So spät im Pack. Oh, nice. Ja, Gwenna. Gwenna ist super. Creature Spells. Mana für Creature Spells. Und wenn es 5 oder Power 5 or greater, bekommen wir plus 1 Counter auf Gwenna. Ne? Das würde leider nur die beiden Boulder Branch Golems im Moment bedeuten. Ah, okay. Das ist nie, gar nicht so gut, wie ich direkt dachte. Aber es gibt auch nicht wirklich was Besseres. Soulgate Lantern ist solide, aber. Naja. Puh, Mishra, Tamer of Magvava. Ich meine, die hier unearthen zu können, ist jetzt gar nicht so schlecht. Speziell diese drei Karten. Aber ja, also es ist alles ziemlicher Müll hier, muss ich sagen. Von daher nehmen wir den mal mit. Und ja, die tun ihn mal hin. Wir schauen mal, ob wir ihn spielen. Also ist jetzt nicht der krasseste. Ist nicht schlecht, aber ist auch nicht der krasseste. Noch ein Boulder Branch Golem, sehr geil. Drei Stück davon zu haben, gibt uns auf jeden Fall einen soliden Kern. Also der ist fertiggestellt, unser solider grüner Plan, ja. Mit Power Stones und Boulder Branch Golems. Jetzt müssen wir, wie gesagt, immer noch irgendwie rausfinden, wie wir gewinnen können. Also muss nicht sein, man kann auch so gewinnen. Einfach indem man solide spielt. Kreaturen. Junkyard Genius ist die beste Kreatur hier. Aber ich denke mal, ein Shooter und sind wir eigentlich ganz froh drum. Und ja, wir können und müssen nicht wirklich schwarz splashen. Müssen ja eigentlich nicht mal rot spielen. Okay, jo. Das, glaube ich, macht was mit mir. Agothian Sprite, nett, nett. Würde ich, wie gesagt, eigentlich gerne einen Deck haben, aber wir hatten immer bessere Picks und Yoshin Dissident. Also das ist wirklich ein Grund, eine andere Farbe zu spielen. Damit können wir was anfangen. Damit können wir wirklich was anfangen. Wir haben wohlgemerkt nicht die richtig krassen Karten damit, wie die Scrapwork Cohort. Also, ne, was direkt mehrere Artefakte macht, aber das sollte kein Problem sein. Wow, noch ein Baeloth hinterhergeworfen. Nice. Also, wir haben auch. Das ist die Scrapwork Cohort. Nice. Ja, wir haben einfach die dicken Kreaturen auch, hä? Nice. Vielleicht können wir sogar ein bisschen von dem Ramp-Plan Abstand nehmen. Vielleicht sogar die Thran Spider am Ende cutten. Muss ich mal gucken.
Soul Guide Lantern eigentlich als Sideboard-Karte gar nicht verkehrt. Razor Maw, Amulet, was auch immer. Will keine davon spielen. Na naja, gut, Fog of War. Also ich spiele keine Fog-Effekte. Von daher nehmen wir eine Karte in einer anderen Farbe. Einfach nur, um dem Fog unseren fehlenden Respekt zu zeigen. Ja, wie gesagt, eine Gothian Sprite wäre noch nice gewesen. Ansonsten, ja, wir haben halt keine fliegenden Finisher oder sowas in die Richtung hier. Wir könnten Aeronaut Cavalry mitnehmen, aber ich bin mir nicht sicher. Beziehungsweise ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das sein lassen sollten. Aber schauen wir mal. Ich fühle mich sehr wohl auf jeden Fall mit der Entscheidung, hier auf Rot zu verzichten. Wie gesagt, der Strongbowl ist gut für unser Deck. Wir haben einen Haufen Artefakte, können auch ein paar Powerstones machen und so. Das kann man alles gut opfern für den Pendragon Strongbowl. Aber als Splash, naja. Und wie gesagt, eine Karte, die auch einfach gekillt werden kann. Für mich jetzt nicht Grund genug. Gut, ist es bei Weiß nicht auch so? Ja, du hast recht. Und es ist virtuell eigentlich, also ist nicht dasselbe, aber es ist was Ähnliches, ne? Wir wollen unsere große Masse an Artefakten irgendwie nutzen als Win Condition und da helfen uns die beiden mit. Aber beide splashe ich hier nicht so und der Dissident kann ein bisschen früher rauskommen, hat auch noch ein bisschen mehr Potenzial als der Strongbowl, auch wenn der sehr gut ist. Nee, ich bin froh damit. Wichtiger wird jetzt eher hier eben, was wir cutten, was wir rausschieben aus dem Deck. Draw Card. Ja, stimmt, die Stone. Obwohl, die macht zwei Artefakte. Naja, wir haben eigentlich auch nur Steelseeker und Dissident, die dadurch triggern. Also, wir müssen nicht unbedingt sagen, quasi alles, was Artefakte macht, ist automatisch gut für uns, sondern wir profitieren eher davon, dass wir schon so viele Artefakte eh spielen wollen. So würde ich es hier ausdrücken, die dann auch den Steelseeker und den Dissident triggern. Gut. Das ist definitiv ein möglicher Cut. Shootdown kann man im Dings, im Sideboard aufbewahren, ist keine Schande. Hilft uns dabei, die Golems eine Runde früher auszuspielen. Also, und auch das Steel Exemplar für, also als 6-6er zu casten, auch wenn sie dadurch selbst nicht triggert. Also die drei Golems hier am Top-End bleiben auf jeden Fall. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube aber echt, wir brauchen die Retrieval Unit nicht. Wie gesagt, zwei Trigger weniger auf jeden Fall, aber wie gesagt, nur der Steelseeker und der Dissident sind, denen ist das wichtig. Wir haben technisch gesehen die Perimeter Patrol, aber das ist eine Füllerkarte. Also für die gebe ich mir keine Mühe, sagen wir mal so. Während Steelseeker und Dissident, die liefern ab. Wenn du denen die richtige Unterstützung gibst, dann liefern die auch. Und der, ja. Nee. Klar, kann man für 5 angreifen oder so, das ist nicht schlecht, aber. Ich glaube, wir packen einfach das hier raus. Obwohl wir auf der anderen Seite damit. Die sind halt echt nicht so gut in unserem Deck, es sei denn, wir. Also außer für Dissident und Steelseeker.
Also müsste ich eigentlich. Nee, die drei packe lasse ich dann nicht hier drin. Chromatic Star von mir aus, weil er noch ein bisschen günstiger ist, aber eine hiervon kommt raus. Mindestens eine davon kommt raus. Da ist ja wahrscheinlich tatsächlich noch die Retrieval Unit oder die Lantern besser hier. Der macht wenigstens zwei Trigger. Ja, wir haben die Thran Spider, wir haben die Mask, wir haben schon was damit anzufangen, während wir halt mit den Refractors, die können wir mit der Spider suchen, aber wir haben genug Artefakte, dass wir nicht nach Möglichkeiten gucken müssen, die Karte hier besser zu machen. Die ist noch nicht sowieso gar nicht mehr so krass in unserem Deck, aber sie macht immer noch zwei Artefakte, von daher nett. Packen wir die Elsewhere Flask raus, fertig. Können wir auch der Gegenseite die Kopfschmerzen ersparen, ob wir irgendwie in Corrupt in unserem Deck spielen oder so. Naja. Sollte man hier noch einen Dixite reinpacken? Komm, wir gehen zur Dickzeit. Das ist Dickzeit. Oh Gott. Meine Fresse, ey. Ach, Leute. Ach. Eieiei. Sonst irgendeine Karte, die hier nicht reingehört. Honor Guard ist ziemlich meh. Aber wir haben Gaia's Gift. Was ich sowieso ganz gut finde hier. Insgesamt 17 Kreaturen klingt solide. Wir haben schon ein paar schöne. Also wir könnten theoretisch halt auscurven, weswegen ich den Honor Guard dann irgendwie mag. Wir haben sowieso wenig Kreaturen hier. Genau genommen haben wir drei Kreaturen. Für zwei oder weniger, das ist eigentlich ziemlich wenig. Aber es ist nicht unbedingt schlimm. Also, Gaia's Gift, Epic Confrontation, ups. Wo ist mein Epic Confrontation gerade gelandet? Hallo? Ach, da. Ups, ich dachte gerade schon, er wäre weg. Die spielen wir nicht auf zwei. Aber Mask auf zwei zu spielen ist nicht verkehrt. Energy Refractor auf 2 ist auch nicht so spannend, wohlgemerkt. Ganz ehrlich, es könnte sein, dass wir den Burschen hier reinpacken und dafür was anderes rausnehmen. Denn ja, wir brauchen doch noch ein paar frühere Spielzüge. Ja. Wir sind halt nicht perfekt, besonders gut da drin, den durchzubringen, aber ein Gaia's Gift drauf ist nicht schlecht. Ein Simulacrum, ja, wir brauchen auch quasi Ziele für die Counter vom Simulacrum. Es kann natürlich immer auf sich selber liegen, aber es ist besser, wenn du das quasi die 2-2 an Statuswert haben, ja, Haste, wenn du das auf eine Kreatur drauflegst, die schon vorher da war. Von daher ist das schon was, nachdem man guckt, so. Vielleicht schmeißen wir die Retrieval Unit einfach raus, versuchen ein bisschen mehr nach möglicher Kurve zu spielen, obwohl dann die Golems ein bisschen weird sind manchmal. Können die Paust uns nicht ab. Das ist halt so der Grund, warum ich dann immer schwarz. Jetzt denke ich mir so, hätten wir nur schwarz genommen, weil dann könnten wir mit den Power Stones, könnten wir die auch noch opfern und pipapo. Aber ich musste einfach mal freikommen von meiner Voreingenommenheit bezüglich Schwarz. Können wir das Deck so abliefern? Eigentlich schon, ja. Ich glaube, es könnte öfter, als es uns lieb ist, vorkommen, dass wir die Boulder Branch Golems dann für 4 spielen. Beziehungsweise 3. Wir haben einiges, was die günstiger macht. Also Foundry Inspector, die Thran Spider, Opportunist und. Oh, das war's? Okay, ja, dann doch nicht so viel. Nee, nee.
Aber das ist ganz, ein ganz hübsches Deck. Ist es das stärkste? Nee, nee, ist es nicht. Aber das sollte solide performen. F6. Wir haben sogar noch einen Energy Refractor. Wir könnten auch 12 Forests hier problemlos nehmen. Sind sehr hart grün. Und dann bekommt man wirklich keine komischen Hände. Wir haben sogar noch den Refractor. Obwohl wir den Dissident wirklich gerne auf 1, auf 2 spielen wollen. Wollen wir? Ja, doch. Ich denke mal, wir sind oft froh drum. Ja. Wie gesagt, auch wenn wir Kreaturen auf 2 spielen können, wenn wir Simulacrum auf der Hand haben, Kram. So ein Kram in die Richtung. Joa, wir probieren's. Also ich bin sichtlicherweise nicht ganz so jetzt aufgeregt, wie ich sag mal beim letzten schwarz-roten Deck oder so. Das hier könnte von 1, 2 bis 3, 0 wahrscheinlich alles abräumen. Also das ist ziemlich mittelmäßiges Deck. Unsere Interaktion ist nicht genial, aber wir haben Gift, Confrontation und Bushwhack, also wir können durchaus kämpfen. Wir können durchaus mal was Nerviges entfernen. Wir haben die Thran Spider und wenn ihr ein paar meiner Videos geguckt habt, dann wisst ihr, dass Thran Spider absolut übermächtig ist und manche Decks komplett aufhält. Ja. Wir haben nicht so richtig Anregungen gesehen, um so, ja, so richtig Ramp, Multicolor, so richtig All-In zu gehen, dafür irgendwas Krasses oder so. Oder so, irgendwie haben wir auch die krassen Karten nicht gesehen, aber wir haben halt einfach solide grüne Karten den ganzen Draft durchgesehen. Ja, machen jetzt das Beste draus, würde ich sagen. Dann ist jetzt auch mal langsam genug geredet hier und wir starten los. Bis gleich, Freunde. Hallo und willkommen in Runde 1. Wir möchten gerne anfangen. Und ja, das sieht aus wie eine Hand, die ein bisschen längeres Spiel haben will. Huh? Naja. Schauen wir mal. Chromatic Star. Ganz ehrlich, vielleicht hätte ich den halten sollen. Ich habe da jetzt nicht so wirklich lange drüber nachgedacht. Muss ich zugeben. Aber vielleicht hätte ich den halten sollen. Aber wir ziehen ja eine Karte noch mit dem nach. Na, das passt schon. Was ich jetzt nicht tue, ist hier anzugreifen mit meinem Honor Guard in den Blanchwood Prowler. Das wäre natürlich schlechtes Value für uns. Und wir geben schwarz-grünen Power Stone, bin ich auch nicht so glücklich mit. Uiuiui. Ah, das wird ja direkt super. Und unsere Spider wird direkt vernichtet, nachdem wir der Gegenseite einen Power Stone geschenkt haben. Super. Oh, nee. Das sieht ja jetzt schon furchtbar aus für uns. Heieiei, der Witzka. Ich glaube nicht, dass wir den. Ja, obwohl, der braucht noch ein bisschen, bis wir da sind. Aber wir können ja erstmal hier. Schauen, wo die Reise hingeht. Ich opfer einfach mal für Schwarz, damit die Gegenseite irgendwie Angst bekommt oder so. Ziehen Plains. Ne? Naja. Ha. Ja, ich werde den hier ausspielen. Ist eine solide Kreatur an der Stelle. Auch wenn es sehr, sehr. Ja. Sehr, sehr nervig für uns ist, dass wir jetzt hier möglicherweise ausflooden. Glaube ich nicht, dass es richtig wäre, noch 2 Runden zu warten, bevor man den spielt. Da wir ja nicht wissen, ob wir überhaupt noch was nachziehen. Okay. Ich meine, so könnten wir immer, würden wir immer einen 2-for-1, Anführungszeichen, bekommen beim Trade. Nicht wirklich, da der Prowler ein Land gezogen und Lauren meine Thrain Spider getötet hat. Wäre eigentlich sogar nicht so guter Trade, aber dann kommt die Honor Guard danach durch. Gegenseite blockt vermutlich eh nicht, ja, wollte ich gerade sagen. Also wir haben eine Kreatur nachgezogen, von daher werde ich mich jetzt nicht so beschweren, aber es ist, ja,
relativ offensichtlich, dass das hier nicht so gut läuft für uns. Naja. Ich habe ja gesagt, also ich habe vielleicht. Wer lacht jetzt? Ah ja, das ist auch nice. Dankeschön, Arena, dass wir wieder quasi gegen ein. Dass wir nur Länder ziehen und gegen ein Mirror-Match hier spielen. Das ist immer am lustigsten. Doppelangriff. Ja. Bessere Interaktionen bekommen wir nicht als einen halbwegs vorteilhaften Trade für uns. Ja, während die Gegenseite dann hier mit Two for Ones um sich wirft. Okay. Klar, den Trade mache ich. Solide genug. Ah ja. Okay. Schalalala. Schalalala. Immerhin kann er nur sich selber Dings geben und wir haben doch Möglichkeiten, den zu töten. Ja, noch. Ja. Hei, 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 hei. Das lief ja echt ziemlich schlecht. Ganz schön schlecht. Die Gegenseite hat noch sehr viel Action übrig und ist sogar auf dem Board vorne. Ja. Naja. Vielleicht ist unser Deck auch schlecht. Vielleicht muss ich auch die Möglichkeit einräumen, dass wir 0-3 gehen hiermit. Aber wir sind das ja auch gewohnt, dass wir im ersten Match richtig einen vor die Lutz bekommen. Ja. Und Flammen. Noch ist ja nichts vorbei. Es sieht nur schlecht aus. Ja, auch wenn wir gerade einen 6-5er ausgespielt haben. Die Gegenseite kann jede Runde hier mit dem Sampler pumpen und hat noch einige Karten auf der Hand. Sicher auch noch Removal in der Hinterhand für Boulder Branch Golem. Wir hingegen haben insgesamt zwei Removal-Spells im Deck. Ich meine, hier kommt ja dann auf jeden Fall. Oh mein Gott, meine Thran Spider hätte. Wäre diese blöde Lore nicht gewesen, hätte meine Thran Spider hier noch Arbeit gemacht. Jetzt kann der Golem nicht mal mehr angreifen in den Assembler rein. Eieieiei, weil der jetzt zum 6-7er wird. Ja, die Gegenseite hat auch einige Länder gezogen, muss man sagen. Aber vielleicht auch hier ein bisschen die Nase vorne gehabt, was die Kartenqualität angeht. Jetzt ist die Frage. Ne, wir haben noch Maske. Okay, dann spiele ich auch meinen Forest aus. Denn wenn wir gar nichts mehr haben, was groß genug ist, um den Autonomous Assembler mit einem unserer Fight-Spells zu töten, dann brauchen wir auch nicht mehr weiterspielen, das Match hier. Dann werden wir wohl eh nicht mehr durchkommen. Ich meine, wir haben schon 10 Leben, 10, nee, 13 Lebenspunkte dazu bekommen. Das ist, denke ich mal, was ist nicht verkehrt. Aber wir können dadurch auch nicht gewinnen. Sage ich. Habe ich ja so schon so gesagt, ne? Ich glaube, wir können es schaffen, nicht zu verlieren, aber wie sollen wir gewinnen? Das ist eine andere Sache. So, wir denken jetzt einfach mal kurz durch, was passiert, wenn wir mit allen angreifen. Die Gegenseite frisst unseren 6-5er auf. Honor Guard tradet mit dem Prowler. Also das sind sehr, sehr schlichte Sachen. Die schlechten Sachen immer zuerst. Und Rager wird vielleicht sich vor den Baloth werfen. Das heißt, wir verlieren die beiden Kreaturen. Die Gegenseite verliert Prowler und Rager. Nee, was? Was vielleicht wahrscheinlicher ist, ist die Gegenseite frisst. Ja, doch. Doch, doch, das passt schon so. Das ist nicht gut für uns. Also spielen wir weiter Life-Gain-Kreaturen aus. Mit der Thran Spider hätten wir zumindest eine Art Gleichgewicht.
Ich zögere es auch noch immer weiter hinaus. So, wie viel haben wir jetzt? 23 Leben dazu bekommen? Wir sind auf 21, also. Ja. Mask of the Jade Grafter, ja. Sollen wir angreifen? Es wirkt Wahnsinn, aber wie gesagt, die Situation wird nicht besser. Wenn die Gegenseite jetzt noch ein Exile Removal hat, ist da wahrscheinlich das Spiel dadurch garantiert gelaufen, dass wir das jetzt machen. Aber ich sehe keinen anderen Weg und ich gebe meinen Mana komplett aus die nächsten Runden. Zehn. Ich kann nur eh nur 9 damit machen. Der ist noch nicht mal groß genug für den Assembler. Ja. Wir bekommen ein paar Schaden rein. Wenn die Gegenseite hier nichts hat oder halt nichts Krasses hat, könnte das unser einziger Weg sein, wie wir das Spiel hier noch gewinnen können. Also, ich bin nicht wirklich überzeugt von dem Angriff hier, aber ich sehe auch nicht, wie uns warten hilft. Die erwarteten Blocks soweit. Wir bekommen 7 Schaden durch. Das ist ne. Das ist irgendein gewisser Lichtblick, ist das schon. 9, ja. Ups. Und wenn zwei von denen durchkommen, dann. Ja, wenn die Gegenseite ja auch geflattet ist. Ja, Scrapbook Rager von der Hand. Aber auch fünf, hey. Gegenseite kann hier gegebenenfalls nicht einfach hirnlos angreifen. Ah, ach so, ja, stimmt. Egal. Muss ich durchlassen. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht beim Angriff, aber ist auch egal. Das ändert nichts. Nee, komm, nicht noch ein Removal. Ja. Okay, ich glaube, das war's dann schon. Das war's jetzt. Das war's. Was soll ich sagen? Die Gegenseite hat auf jeden Fall ein runderes Deck als wir. Soll nicht heißen, wir können hier nicht gewinnen, aber das ist nicht, sieht nicht gut aus. Wenn wir jetzt ein bisschen aggressiver rauskommen wollen, ist es dann überhaupt sinnvoll, einen Rust Goliath mit reinzupacken und einen Shootdown? Wir haben auch ehrlich gesagt außer dem Assembler nichts gesehen, wofür wir das unbedingt reinbringen müssen. Der allerdings hält uns komplett auf. So ehrlich muss man schon sein. Das muss man schon sagen. Fracture Shootdown. Prison Sentence. Drei Antworten auf Thran Spider gesehen. Aber die ist an sich schon solide. Könnte auch noch eine Cavalry. Eine Cavalry wäre halt sowohl aggressiv als auch defensiv sinnvoll hier gegen das spezielle Deck, was die Gegenseite spielt. Während die Honor Guard ziemlich schlecht aussieht, auch wenn wir hier on the play eher halt günstige Kreaturen spielen wollen. Glaube ich, das ergibt ein bisschen mehr Sinn so. Okay. Okay. Wir müssen definitiv mehr Glück haben als die Gegenseite, wenn wir hier gewinnen wollen. Was einfach nur eine andere Arena ist abgestürzt. Wunderbar. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde.
So, da sind wir zurück. Okay. Onaga, Thran Spider, Scrapple Cohort. Das ist immerhin eine gute Kurve. Ist immerhin eine gute Kurve. Wenn sonst auch nichts. Lass die Gegenseite nicht ihren Prowler wieder ziehen, bitte. In für Runde 2. Natürlich. Natürlich. Wenn das jetzt wieder Lauren Runde 3 ist, dann, naja, wissen wir, was los ist, ha? Danach können wir theoretisch Gaias Gift offen lassen. Gaias Gift. Aber werden wahrscheinlich die Cohort ausspielen. Energy Refractor für Lauren, ich sehe es schon kommen. Ich sehe es kommen. Das könnte auch ein Power Stone Fracture sein auf die Thran Spider. Würde ich drüber nachdenken, auf jeden Fall an der Stelle von der Gegenseite. Carrion Locust rausgeholt. Interessant. Das spricht ja dafür, dass die Gegenseite bereits eine Antwort auf die Spider hat, obwohl die Frage ist natürlich, würde die Gegenseite stattdessen den Energy Refractor zurückholen, nur weil sie nicht Lauren hat. Aber ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, um einfach Mask auszuspielen und Gaia's Gift offen zu lassen hier an der Stelle. Leider funktioniert Gaia's Gift nicht mit der Mask. Das heißt, um auch darum herum zu spielen, dass die Gegenseite Lauren spielt, um Mask zu killen, da hilft mir Gaias Gift nicht. Aber wenn ich die Maske für 3 geopfert hätte, würde die Gegenseite ja einfach Thran Spider killen. Mal angenommen, dass sie hier Lauren hat, aber da habe ich ja jetzt absichtlich, wie gesagt, drum herum gespielt. Ich könnte einen 6-6er machen, der wäre nicht verkehrt hier. Ich kann nicht die ganze Gaia's Gift offen lassen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich eh die Scrapper Cohort ausspielen kann, dann kann ich jetzt genauso gut auch noch eine Runde Gift offen lassen. Ich meine, theoretisch kann ich danach auch Power Stone plus Mana offen lassen für Thran Spider Aktivierung. Das ist wahrscheinlich sogar besser als die Mask zu aktivieren. Auch wenn ich sie halt so extra in einem Shootdown halt aufsetze, wenn ich die hier einfach liegen lasse. Aber wie gesagt, wenn die Gegenseite Lauren oder Shootdown hat, also nur eins von beiden, wird sie wahrscheinlich die Thran Spider nehmen. Wenn sie beides hat, wird es problematisch. Any artifact on the battlefield. Also Thran Spider. Okay. Klar. Dann ist das halt so. Okay. Dann heißt das jetzt, dass wir Stillstand haben und wir beide unsere Thran Spiders aktivieren jede Runde. Sieht ganz so aus, als könnte das die Zukunft sein. Schim. Prison Sentence, auch Thran Spider. Würde heißen, wenn sie den Shootdown hat, wird sie es jetzt auf Mask abfeuern. Gwenna, wow. Also Irina, du gibst dir ja nicht mal Mühe, irgendwie so zu tun. Als würdest du mir nicht einfach ein Mirror-Match geben. Ey. Ich mache einen 9-9er.
Damit ich selber mal angreifen kann. Also, das ist einfach nur frech. Nein! Merk's tot. Naja. Besser als geshootdown zu werden. Und wir haben die Trends weiter zum Aktivieren. Alles gut. Es darf jetzt nur nicht Lauren sein. Oder Power Stone Fracture, schätze ich mal. Ja. So. Natürlich, natürlich. Selbstverständlich. Es wäre auch einfach zu gut gelaufen für uns, wenn das nicht passiert wäre. Das darf nicht sein. Es ist einfach zu Mäusemelken. Also, aber das ist so. Also, das ist wirklich. Im letzten Draft ist es nicht passiert. Das muss ich ganz sagen. Es gibt auch ganz viele Drafts, wo es nicht so ist. Und von daher will ich nicht so. Nicht so. Mich nicht so auf die Negativerfahrungen konzentrieren, ne? Aber es passiert echt immer wieder, dass du halt einfach ein Mirror-Match in einem Mirror-Match von genau den passenden Karten platt gemacht wirst. Das ist halt einfach so frustrierend. Das muss echt nicht sein. Ich verstehe auch nicht, warum die diesen Algorithmus so. Also, das muss ja schon irgendwie sein. Ich bin ja auch nicht der Einzige, dem das auffällt. Warum macht man das? Das führt doch nicht zu einem besseren Erlebnis. Oder, also so. Wer geht bitte davon aus, dass das zu einem besseren Erlebnis führt? Ich greife auch mit dem Baelor an. Ich muss hier Druck machen. Ja, weil wenn der, sobald der Baelor mal hin ist, kann ich nämlich auch mit den anderen Kreaturen angreifen. Ah, Geiersgift, klar. Nee? Okay. Doch nicht. Na gut. Also. Sind auch wieder echt übel geflattet hier. Also nicht echt übel. Also ich bin schon wesentlich übler geflattet, aber wir sind nicht geflattet. Aeronaut Cavalry. Einmal Arbeit machen. Einmal Arbeit machen. Ja. Spiele ich Pre-Combat aus, damit die Kohort angreifen kann. Zusammen mit dem. Obwohl Honor Guard? Macht das Sinn? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Dafür haben wir sie reingeholt. Jetzt kann die uns vor den Locusts beschützen. Schön, dass wenigstens die Gegenseite mit unserer Thran Spider noch mehr Artefakte nachzieht. Wunderschön. Das freut mich sehr. Oder mit dem Thraxodemon stattdessen. Klar, das geht auch. Wenn man jetzt eher nach einem Nicht-Artefakt sucht, sehe ich. Oh, je. Ohne unsere Thran Spider kopiert zu haben, wäre es auch nicht ganz so leicht, ha? Huh? Oh, natürlich. Die Gegenseite hat auch immer die ganzen Antworten, die sie braucht. Klar, wir geben der Gegenseite definitiv die Zeit. Es ist nicht so, als würde unser Deck hier den übelsten Druck machen. Aber ich sag mal so, zu fladden hilft nicht so sehr dabei. Hilft nicht so viel. Eieieiei.
Was für eine Demütigung, aber wir sind es ja gewohnt. Wir sind es hier wirklich gewohnt auf dem Kanal. Ist kein Problem. Genau zum richtigen Zeitpunkt, wie immer. Spielen wir den Forest aus, was soll's. Ich habe hier keine Karten, die was abwerfen. Aber wir könnten, falls die Gegenseite keine Antwort auf die Cavalry hat, warum sollten wir davon ausgehen, dass die Gegenseite keine Antwort auf die Cavalry hat? Bis jetzt hat sie auf alles immer eine gute Antwort gehabt. Aber wenn das nicht der Fall ist, könnten wir vielleicht die Gegenseite decken. Wenn der Assembler natürlich das ein bisschen schwieriger macht. Naja, aber wir. Pff, ja, okay, dann jetzt noch irgendein Removal oder Pump Spell. Dann war es das sicher. Und wir werden nächste Runde wieder den 7-Mana-6-5er ziehen, nicht wahr? Das werden wir. Ja, okay. Interessant. Interessanter Angriff, aber natürlich genau mit dem Ziel erfolgt, uns töten zu können, falls wir keinen 7-Mana-6-5er ziehen, der uns 6 Leben dazu gibt. Was funktioniert hat. Natürlich hat das funktioniert. Ja, also ich habe jetzt auch keine Lust, um darauf zu warten, dass die Gegenseite uns dann tatsächlich tötet. Wir wurden hier einfach, also nach allen Regeln der Kunst fertig gemacht. Nach allen Regeln von Arena wieder fertig gemacht, ne? Also schön wieder quasi Mirror Match bekommen. Man sieht's wirklich auf dem Papier, welche nach welchen Karten der Arena Algorithmus geguckt hat. Das ist wie gesagt unsere Thran Spider, die Gegenseite nur mit Sculpting-Stil kopiert. Ist nicht so, als hätte sie auch noch eine Kopie. Aber natürlich der Obsidian Veilhoth darf nicht fehlen. Ja, und insgesamt der Foundry Inspector. Und natürlich dann das Gaia's Gift. Na, das kann man, was soll ich sagen? Und natürlich eben die, ja, das überlegene Power Level. Das gehört alles zu einem sehr, sehr schönen Arena Mirror Match im ersten Match dazu. Aber ja, ich glaube, wenn das noch ein paar Mal passiert, werde ich auch aufhören, darüber frustriert zu sein und darüber zu reden, weil ich es einfach gewohnt bin. Aber ich sag mal so, ich war dann wirklich positiv überrascht beim Draft davor, dass es mal nicht so war. Da hatten wir dann zwar auch ein Mirror Match irgendwann, aber das war auf jeden Fall nochmal was anderes. Ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Qualität von Erfahrung, wenn es halt im ersten Match direkt ist. Und, ah ja, was soll's. Das gehört eben alles zu Magic dazu. Wie sagt Kenji, that's Magic, Baby. Also akzeptieren wir das und machen weiter. Bis gleich. So, wir kommen in Runde 2. Wir würden gerne anfangen. Und ja, hier ist es ja jetzt relativ klar, dass wir den Chromatic Star nicht ausspielen und dass wir die Hand behalten. Der sehenden Dissident mal. Sehr schön. Hoffen wir, dass er nicht sofort gekillt wird, aber ich bin da jetzt nicht so zuversichtlich. Ehrlich gesagt, ich würde es hier auch echt vorziehen. Wir würden noch einen anderen Two-Drop ziehen, sodass ich dann den in Runde 2 ausspielen kann und in Runde 3 halt den Dissident plus den Chromatic Star, um den sofort zu triggern. Ja, wenn die Gegenseite auch nur einen Grün ausspielt, werde ich nicht warten. Ja. Und ja, ich werde den Chromatic Star hier nicht opfern für die Chancen. Ich meine, wir haben ein paar One-Drop, Two-Drop, naja, Two-Drop-Artefakten. Noch nicht wirklich. Ja, die Maske, Energy Refractor. Nee, dafür muss ich den Stern jetzt nicht einsetzen. Nächste Runde kann ich eben sehr schön Scrapper Cohort spielen. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass wir hier. Oh, schon wieder schwarz-grün. Dass wir
Der Görgemeister, ach, sehr gut. Für das Steel Exemplar, das will ja gar nicht so viele Planes sehen eigentlich. Ja, von daher. Also einen Counter auch auf sich selbst drauf. Weil, also jetzt einfach nur die Counter auf den Dissident selber drauf zu laden, ist ja eigentlich Quatsch, weil dann tötet die Gegenseite den einfach und alle Counter sind weg, quasi. Sehr gut. Sehr gut. Da können wir schon das Steel Exemplar ausspielen? Tatsächlich. Okay. Machen wir doch einfach, hm? Ja. Boulder Branch. Okay. Zack, und auf die Kohort. Ich will diesen loswerden, bevor der was aus dem Friedhof holen kann. Meines. Na, damn it. Goring Warplow ist natürlich gut hier. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast gute Antworten gehabt. Wenn wir mit Steel Exemplar angreifen, gibt's halt 5 Schaden durch. Ist es uns das hier wert? Ja, ich denke mal, wir haben halt noch mehr Kreaturen. Baeloth und Branch, die wir die nächsten beiden Runden ausspielen. Ich glaube, wir sollten hier einfach. Wir haben hier eine höhere Gewinnchance, wenn wir weiter angreifen und hier den Schaden machen. Uns den Weg frei halten quasi. Die Gegenseite hier einfach nur den Rager einsetzt, um den erneut eins wachsen zu lassen, dann bin ich ziemlich zufrieden damit. Oder Branch Golem ein bisschen nervig, aber das passt. Thrax zu Demon auch kein Problem. Wir können ja so weiter angreifen. Die Gegenseite kann den Warplow nicht aus dem Friedhof holen. Mana Value less than or equal. Ja, ja, also nix in die Richtung. Ich kann weiter große Kreaturen ausspielen. Ja, ja. Nicht die besten Trades für uns, aber ja. Das passt schon. Kriegen weiter den Schaden durch und pipapo. Wie gesagt, hier kann die Gegenseite auch Rager plus Thraxodemon einsetzen. Und wäre dann aber tot. Von daher keine gute Idee hier. Phew, okay. Also schon wieder schwarz-grün Grindy, die uns auf jeden Fall langfristig in die Tasche stecken, weil die einfach super effizient mit uns traden kann, die Gegenseite. Dazu ein. Na Gott, das sieht wieder nicht gut aus. Aber deswegen spiele ich lieber schwarz-grün als grün-weiß. Ne? Also. So. Hier. Ist es jetzt schon so, dass so. Ich habe zwar Sachen zum Grinden, wie die Thran Spider, aber. Und theoretisch auch den Dissident, aber die Gegenseite kann einfach viel, viel besser grinden als ich. Ich muss eigentlich durch Aggression gewinnen. Wir machen hier nochmal schön. 12, 5, hab mich doch wieder umentschieden. Ich glaube, ohne die Aeronaut Cavalry kommen wir hier nicht weit. Das ist. Hier ist sehr gut, das. Wo ist es? Shootdown. Und wir haben. Müssen eigentlich 2 Nicht-Artefakte rausnehmen, um so ein bisschen das Dings beizubehalten. Aber welche Nicht-Artefakte sollten das sein? Ha? Vielleicht ist es tatsächlich doch der Energy Refractor, weil er weniger tut.
Ist es ein Boulder Branch hier am Ende? Wo man auch sich die Frage stellen. Ja, und ich will nicht unbedingt noch ein Artefakt rausnehmen. Also, was ich denke, was ein gutes Match für uns wäre, wäre eigentlich gegen ein aggressives Deck. Weil da können wir noch ganz gut mithalten mit auch frühen Kreaturen und so und die ziemlich profitabel blocken. Damit, ich nehme das 41-Karten-Special, weil ich mich gerade nicht entscheiden kann und noch einen anderen Gedanken fortführen wollte. Ja. Also wir haben gegen diese grindy schwarzen Decks auf jeden Fall das schlechteste Matchup. Ich denke mal, ein gutes Matchup haben wir eben gegen die Aggro-Decks. Eben, ja. Nur, falls ihr was Konstruktives von mir hören wollt und nicht nur Beschwerde. Oder nicht nur maulen, 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 sondern das ein bisschen in den Kontext setzen, ja? Sodass man da auch was rauslernen kann. Das ist eine schwierige Wahl. Aber ich glaube, die Karte, ich behalte die Hand, weil der Baeloth uns halt ein bisschen zurückholt. Falls wir am Anfang zu weit zurückfallen. On the draw behalte ich nicht gerne eine Hand, die also erst in Runde 3 aktiv werden kann. Aber da eben unser Four-Drop uns nochmal 4 Leben zurückbringt, denke ich mal, ist das vertretbar hier. Und wie gesagt, auch hier in dem Matchup würde ich gerne aggressiver sein. Ja, weil wir sind halt genau auch so ein Midrange-Deck wie eben diese Gegenseite und auch das Deck davor, nur halt können wir schlechter grinden. Von daher, ja. Müssen wir, sollten wir hier optimalerweise die Aggressoren sein. Aeronauts Wing ist interessant. Aber wenn uns das gefährlich wird, haben wir ja noch auch Shootdown übrig. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt, aber das kommt auch vor. Wenn wir ein Land ziehen, können wir Steel Exemplar spielen. Das wäre nice. Na gut, das spielen wir nicht, Steel Exemplar. Als 4-4er? Nee, danke. Das geht besser. Hier spielen wir besser den Obstinate Baeloth. Und haben dann jetzt nämlich schon mal eine gute Grundlage für unsere Removal Spells zu benutzen, unser Gift zu benutzen. Ich muss sagen, ich habe schon bessere Drafts gehabt. Also, ja, nehmen wir natürlich mit, aber ja. Okay. Gut, so eindeutige Spiele. Ja. Ich sag mal so, es waren jetzt nicht die interessantesten Entscheidungen, die ich in diesem Spiel zu treffen hatte. Aber hey, naja, wir nehmen es mit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und hoffen, dass wir nicht gegen Grün spielen. Und vor allem nicht gegen Grün-Schwarz. Und vor allem nicht gegen ein grünes Midrange-Deck. Sondern. Wie wäre es mit einem roten Deck oder so zum Beispiel? Einem roten Aggro-Deck? Ich glaube, das wäre ein interessantes Matchup für uns. Aber ich nehme auch, was weiß ich, blau-weiß oder so. Also, ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, so machen wir das ein bisschen interessant. Werden wir schon wieder ein Mirror-Match haben im letzten Spiel? Also, wie gesagt, Mirror-Match reicht auch vom Spirit her, dass hier ein Midrange-Deck mit Artefakten. Ein grünes Midrange-Deck mit Artefakten, da ist wirklich das gegnerische Deck nah genug dran, dass wir das als Mirror-Match zählen lassen können. Also, könnt ihr ja gerne machen. Ist natürlich nur für euch selbst. Ich weiß ja zum Zeitpunkt, wo ihr den Kommentar schreibt, schon, wie es ausgegangen ist, aber macht das doch mal ruhig und wettet mal. Schaut mal, wie es ausgeht. Wenn ich irgendwann mal Livestreams mache, dann machen wir mit sowas auf jeden Fall irgendwelche. Wetten oder so. Na gut, also bis gleich in Runde 3. So, wir kommen zurück und wir sind wieder on the play. Also wir waren jetzt dreimal hintereinander on the play. Ist normalerweise
ist das sehr gut für einen, aber das Deck hier ist so schwach, dass es nicht viel hilft. Okay. Chromatic Star plus Thran Spider. Schon wieder auf der Starthand, aber ich denke mal, das behalten wir schon. Wie gesagt, würde ich auch ohne den Chromatic Star behalten. Ich könnte auch echt überlegen, den nicht auszuspielen hier. Ich glaube, diesmal mache ich das. Ich habe eh nicht vor, den in Runde 3 irgendwie zu opfern, um nach einem Tutor in Runde 2 zu opfern, um nach einem Two-Drop zu suchen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wir behalten ihn einfach noch. Nächste Runde, Thran Spider haben dann extra Mana, falls das jetzt kein Counter ist von der Gegenseite. Scheint nicht zu sein. Und wir spielen gegen Blau. Hey, spielen nicht gegen. Obwohl, es könnte noch grün werden. Es könnte immer noch grün-blau mit Range sein, obwohl grün-blau normalerweise ein hartes Ramp-Deck ist. Also dann auch nochmal sich anders spielt und ein paar andere Karten priorisiert. Okay, oder die Gegenseite ist wieder screwed und wir gewinnen wieder, ohne uns Mühe zu geben. Das geht natürlich auch sicher. Oder wir haben nur 4-Drops zu spielen, wie hier. Ja, okay. Na gut. Ich denke mal, wir spielen hier sicher ein 3-3er, wenn die Gegenseite knapp an Mana ist, um halt mehr angreifen zu können. Okay, blau-schwarz. Also, wir haben die Chance, dass es ein schwarzes mit Range-Deck ist. Aber wir müssen doch einiges beobachten. Und zum Beispiel hat die Gegenseite jetzt noch 49 Karten in ihrer Bibliothek. Nach den 8 Karten hier auf der Hand, einer im Friedhof und den 2 ausgespielten. Ja, das ist ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Das weiß ich gut, denn ich habe auch schon 60 Kartendecks gespielt. Also, ja, wir wissen aber auch, zumindest wenn ihr das Video gesehen habt, 60 Karten sind 19 zu viel. Falls nicht, schaut es euch an, es ist auf jeden Fall lohnenswert. 60 Kartendecks müssen nicht schwach sein im Limited. Aber normalerweise würde ich davon abraten. Und Thran Vigil ist auch noch eine sehr schlechte Karte, die ich für so gut wie unspielbar halte. Außer im alleraggressivsten weiß irgendwas an Earth vielleicht. Aber hey, könnte sein, dass die Gegenseite irgendeinen genialen Plan hat. Und ich bin schon mal froh, dass es kein Mirror Match ist. Ich bin nicht froh darum, dass wir hier ohne Kampf gewinnen. Aber ja, lass uns einfach mal sehen. Für sowas bin ich hierher gekommen. Nicht für dumme Mirror Matches, sondern für mir anzugucken, was die Leute so für wilde Ideen haben. Okay. Ah, das hier ist natürlich eine sehr solide monogrüne Hand, die wir so dann behalten. Der wir ein bisschen curven können. Super. Können so oder so 2, 3, 4 an Kreaturen spielen. Wenn wir jetzt noch ein Removal-Spell oder so ziehen als Backup, bin ich sehr happy. Aber allein einfach nur die Kreaturenkurve hier ist schon ganz gut. Wenn die Gegenseite ein Disfigure hat, ärgert sie sich jetzt. Weil sie es nicht spielen kann gegen Honor Guard. Jetzt könnte die Gegenseite Disfigure spielen. Da ist es. Aber hey, der hat auf jeden Fall Arbeit gemacht hier. Das war gute Arbeit. Wenn er das Ward 2 nicht gehabt hätte, hätte die Gegenseite einen 3-Drop spielen können. So musste die ihr 3 Mana ausgeben, um meinen 2-Drop zu töten. Exzellent. Exzellent. Okay, wir könnten jetzt mit den 4 Forests plus dem Power Stone zusammen schon das Steel Exemplar wirken. Deshalb kann ich jetzt hier auch schon Plains ausspielen. 4 Mana, weiß ich jetzt nicht, was da reinflasht. Nichts, was mir bekannt ist. Counterspell oder sonst was. Alles klar. Kommen wir mit klar. Also das Remove, klar. Nur zu. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, was das Thran Vigil, was wir eben im Friedhof gesehen haben,
rechtfertigt. Und die Gegenseite hat einfach noch mehr Karten ins Deck reingepackt, was? Hä? Moment mal. Wie ist das überhaupt? Ach so, ja doch, das ist schon theoretisch möglich. Aber das ist ganz schön wild. Das ist sehr, sehr wild, das hier. Also, auf irgendwie 70 Karten gehen, das ist selbst für mich ein bisschen crazy. Meine 6 Mana hier nicht besonders gut einsetzen zu können, gefällt mir nicht. Und möglicherweise mit der Thran Spider hier der Gegenseite weitere Munition zu geben, auch nicht so sehr, ehrlich gesagt. Aber hier kann doch nicht das Richtige sein, Boulder Branch Golem auszuspielen. Von daher werde ich das tun. Ist immer noch ein 2-4er für uns. Ich bin hier nicht happy mit dem Power Stone der Gegenseite zu schenken. Wir haben jetzt 6-5er nach 6-5er hier auszuspielen. Und dann können wir Thran Spider aktivieren. Das ist unser Deck. Das ist wohl das Mächtigste, was wir machen können. Splitting the Power Stone ist auch eine furchtbare Karte. Okay. Ich glaube, wir können es offiziell machen, dass die Gegenseite nicht so gut ist. Oder dass die Gegenseite extrem mutig ist und halt einfach sich sagt, ich packe die schlechtesten Karten, die es in diesem Format gibt, in mein Deck. Und zeig's damit allen. Hey, vielleicht ist das ja so. Bolde Branch. Aber ja, Splitting the Power Stone, Thran Vigil, das sind alles eher so unspielbare Karten halt. Ein 4-5er. Ist jetzt ein bisschen spät. Und ich habe ja noch über den geschimpft. Ist natürlich, wenn du den auf 8 Mana spielst, nicht schlecht. Aber es ist halt krass, dass du auf 8 Mana kommen musst, um deinen 4-5er Flieger zu spielen. So. Ich glaube, so kann man das. Nice. Okay. Ehrlich gesagt, ich kann mit allen angreifen. Die Gegenseite kann den Opportunist blocken und 8 nehmen. Ja. Da bin ich zufrieden mit. Oh, Leute. Leute, was war das für ein Draft? Oh, Leute. Das war ja furchtbar. Das einzige richtige Match, was wir hatten, war ein Mirror-Match, wo wir komplett ausgelacht wurden. Dann haben wir ein Non-Game oder fast 2 Non-Games gehabt im letzten Match und jetzt im vorangegangenen Match und jetzt im letzten Match ist ja auch gar nichts passiert. Boah. Also hoffentlich ist das nicht quasi ein Omen dafür, wie es jetzt das Jahr überläuft. Hier mit den Drafts. Sondern eher so, dass wir das jetzt alles schon mal, wir werden das schon mal los. So, dann haben wir für den Rest vom Jahr haben wir eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem auch ein bisschen Spaß hier dran. Ist halt nicht so, als hätte ich null Spaß gehabt, aber das war auf jeden Fall schon sehr an der, ja, ich sag mal, am unteren Ende davon, wie so ein Draft sich spielt, ne? Und man sieht auch nochmal, das hat nicht unbedingt nur was mit Gewinnen und Verlieren zu tun. Wir haben jetzt doch 2-1 gewonnen irgendwie mit dem nicht so guten Deck hier, aber die Wins sind hier relativ unbedeutend, die Matches waren einfach nicht so geil. Obwohl, ich muss wirklich, das erste Match war ja schon spannend, nur war ich, wie gesagt, ein bisschen abgefuckt davon, dass es wieder so ein Mirror-Match war und wir also wirklich wortwörtlich dieselben Karten hatten. Ja. Und danach, die Matches waren halt furchtbar, leider. Schade. Aber ja, das trägt jetzt natürlich nicht dazu bei, sag ich jetzt mal, meine Lust auf Grün zu erhöhen unbedingt.
Oh, wir haben kein einziges Mal unseren First Pick ausgespielt. Das ist ja auch super. Dissident einmal, glaube ich. Hat dann auch gewonnen. Ziemlich schnell. Ah, Honor Guards waren furchtbar. Naja, das stimmt nicht. Die waren okay. Aber das mehr habe ich auch nicht von ihnen erwartet. Also, okay. Die haben wir auch nicht gesehen. Ach geil, ja, stimmt. Meine First Picks oder was? Ja, kein einziges Mal gespielt. Naja, die hätten die Spielerfahrung wahrscheinlich auch nicht viel besser gemacht. Hätte ich ein bisschen auf mein Herz gehört und das Overwhelming Remorse früh geholt und dann wäre ich ein bisschen auf Schwarz-Grün gegangen. Vielleicht wäre ich damit glücklicher gewesen. Vielleicht wäre ich auch mit dem schwarz-roten Deck mit dem Strongbow Action glücklicher gewesen. Auf jeden Fall war das hier, ja, ich sag mal so, legen wir es zu den Akten und machen was anderes weiter. Und wenn ich beim nächsten Mal wieder irgendwelche Hinweise auf schwarze oder rote Decks sehe, werde ich vielleicht eher zugreifen, sag ich mal so. Ja, die weißen Decks finde ich auch ein bisschen langweilig. Kann man machen, aber da fände ich dann Schwarz und Rot auf jeden Fall ein bisschen spannender. Blau ist ein bisschen schlecht, aber manchmal natürlich auch interessante Decks. Blau-Rot oder so ist interessant genug, spaßig genug mit dem Prowess und allem. Aber hier haben wir eigentlich nur Statuswerte aufs Board gelegt und ja, ne, einen Trick gehabt. Aber das war's. Ja. Nee, nee, das muss nicht sein, das muss nicht sein. Also, ja. Wie gesagt, beenden wir das. Das Buch wird geschlossen, das Kapitel ist fertig gelesen, ne? Und so, es war okay, aber kein Meisterwerk. Und damit verabschiede ich mich von euch aus diesem ersten Draft vom neuen Jahr. Die nächsten werden bestimmt besser. Und ja. Für euch wird es auch besser. Egal, was los ist. Selbst wenn es euch gut geht. Hey, es könnte sogar noch besser werden. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Und dann hoffe ich, dass wir zusammen ein schönes Jahr haben werden. Bleibt geschmeidig, meine Lieben. Bis dann.